Oh, hey, was geht ab, Leute? Hunger. Gestern Abend hat das Sternenstaub-Event angefangen. Und es kam glücklicherweise neue Boxen. Alle haben darauf gewartet, denn die aktuelle Box war absolut schlecht, absolut Mist. Und dann sind die Boxen verschwunden zu Eventstart und alle haben sich gefreut, denn das heißt, neue Boxen kommen. Die kamen dann relativ spät, 1:30, aber anscheinend ist es normal, dass die immer so spät kommen, ist mir nie aufgefallen. Aber die kamen relativ spät. Wir sehen, Mu hat sich dann aufgeregt hat im Chat über diese neuen Boxen. Die neue Box hat 15 Pässe, also ein Pass weniger, 5 Super-Inkubatoren, das ist gestiegen, 4 Sternstücke und 4 Lockmodule. Klingt auf jeden Fall besser als die davor. Aber im Vergleich zu allen anderen, die es bisher gab, eigentlich immer noch ziemlich schlecht. Und ich glaube, deswegen mache ich dieses Video hier, das ist jetzt die Norm. Die Boxen sind jetzt immer so. Wir schauen uns gleich noch die alten Boxen an, nur so zum Vergleich, aber ich glaube, vom Wert her, vom Durchschnittswert her, sind wir jetzt immer dort, wo wir jetzt angelangt sind. Viele gehen sich auf im Internet, sagen das Abzocke und so. Ich meine, an sich muss Niantic nicht mal Boxen rausbringen. Und an sich ist es eigentlich egal, wie schlecht die Box ist. Eine Box ist immer noch besser, als alles einzeln zu kaufen. Dementsprechend kann ich da Niantic nicht so sauer sein. Ich kenne das, ich arbeite in der echten Welt, Preise müssen angepasst werden, Sachen werden teurer, dies, das, ganz normal im Business. Ich verstehe euch schon. Und ich glaube, wir müssen uns jetzt langsam damit abfinden, die guten Zeiten der Boxen, die guten alten Zeiten damals, die sind, glaube ich, vorbei. Vielleicht kommt zu Weihnachten mal irgendwelche Feiertage eine krasse Box. Wobei krass dann wahrscheinlich die Normalform von damals war. Ist jetzt im Vergleich dann die Klasse, wenn ihr versteht. Also was damals normal ist, ist dann heutzutage krass. Und wir müssen uns jetzt einfach daran gewöhnen. Wir gehen jetzt mal ein paar Pässe durch, um zu schauen, was früher so am Start war. Das könnt ihr auf der Seite von GamePress nachschauen, Link ist unten in der Beschreibung. So, wir können hier mal schauen, zum Beispiel der beste Wert für ein Item. Die Bälle interessieren uns jetzt mal nicht. Die beste Raid Pass Box sozusagen war Kanto Event 2018, die Ultra Box. Inkubatoren Adventure Week 2019, das war noch gar nicht so lang her. Rauch, Lockmodule, Glückseier. 2018 Ultra Box mit 59,2 pro Ei. Goldmünzen natürlich. Super Inkubator 123,33. Da gab es sogar mehrere Boxen. Aber egal, wir schauen uns nämlich an die alten Boxen. So im Vergleich. Moment hier. Wir sind aktuell nicht bei der. Das ist die schlechte Box. 16 Raid Pässe. Also wir müssen die mittlere Spalte anschauen. Ultra Box. Wir gehen nur über die Ultra Box, Adventure Box jetzt nicht wirklich. 3 Super Inkubatoren. Momentan gibt es 5, also wurde um 2 gestiegen, aber dafür wurde uns ein Raid Pass genommen. 4 Beleber, Top Beleber und 4 Top Tränke. Das wurde jetzt mit Sternstücken und Lockmodulen ersetzt, was natürlich gut ist, weil das hier hat 0 Wert. Die Box davor hatte 14 Pässe, aber 10 Inkubatoren. Gebt euch das. Das heißt, im Vergleich zu der hier oder zu unserer, das ist ein Raid Pass weniger, wir haben momentan 15, aber 5 Inkubatoren mehr. Und es gab 4 Sternstücke, okay. Und 4 Rauch. Das ist gleich geblieben, 4-4 von den Nebenprodukten. Das heißt, uns wurden einfach schon mal 5 krasse Items, Premium-Items weggenommen, sag ich mal. August 2019. Da gab es 17 Pässe und 5 Super-Inkubatoren. Das sind einfach 2 Pässe mehr, als was wir jetzt gerade haben. 6 Sternstücke, das sind 2 Sternstücke mehr als was wir jetzt einfach haben. Und 5 Top-Beleber. Aber von der Anzahl her ist es auch 1 mehr als die 4, die wir jetzt haben. Dann Mitte Juli, Community Day und Team Rocket Go Launch Event Box. Da gab es Ultra Box, 14 Pässe und 8 Super-Inkubatoren. Das ist auch ein Pass weniger, aber dafür 3 Inkubatoren mehr. 2 Sternstücke mehr und 2, also 6 Top-Beleber, okay. Wir müssen echt aufhören mit den Top-Belebern. Ich habe jetzt eine Custom-Box rausgesucht, die war noch gar nicht so lange her. Raid-Woche 2019, das war Mai oder sowas, genau. Es gab 20 Raid-Pässe und 4 Super-Inkubatoren. Das sind 5 Raid-Pässe mehr und 1 Super-Inkubator weniger als gerade eben. Also auf 4 Items mehr. Und selbst da gab es einfach 5 Sternstücke. Und jetzt bei einem Sternstaub-Event gibt es nur 4. Könnt ihr zum Beispiel ganz gut sehen. Raid-Pässe, Super-Inkubatoren, dies, das. Sternstücke, also die Nebenprodukte, 10. Lockmodule 10. Oder auch hier 8 und 8.
Glückseier und Sternstücke. Und auch hier 8 und 8. Oder hier 8 und 10. Und das haben die mit der Zeit immer ein bisschen weniger reduziert. Und jetzt sind wir bei 4 und 4 angekommen. Oder zum Beispiel auch hier, Pokémon Day 2019, Sternstücke 8, Raub 7. Das ist einfach 4 und 3, 7 Sachen mehr. Und Raid-Pässe gleich viel wie jetzt momentan, aber ein Inkubator mehr. Das heißt, ein Inkubator haben wir einfach weniger bekommen. Und 7 Nebenprodukte weniger. Ist zwar nur ein kleiner Unterschied, aber es ist ein Unterschied. Murat hat hier auch mal eine Box gepostet von früher. 12 Super-Inkubatoren, 10 Glückseier, 14 Pässe, 10 Sternstücke. Das waren mal Zeiten. Und wie gesagt, ich denke, diese Zeiten sind einfach vorbei. Es wurde einfach alles minimal reduziert. Ich habe mal letztens ein Video gesehen von Pocket Hazel. Er hat die Produkte analysiert im Supermarkt und wie die ganzen Firmen dann weniger Sachen in die Produkte rein tun. Es ist dann noch immer dieselbe, zum Beispiel eine Chips-Tüte, aber es ist einfach weniger Chips drin. Sehr viele Gründe, warum dieses Produkt Mogelpacken des Jahres geworden ist. Bei diesem Produkt hat sich der Preis nicht verändert, aber zum selben Preis kriegst du jetzt nun mehr Müll und das Allerschlimmste, weniger Inhalt. Vorher waren 170 Gramm drin und jetzt einfach nur noch 100 Gramm. Das ist schon ein sehr starker Unterschied. Es ist eigentlich genau dasselbe, deswegen, man kann Niantic eigentlich dafür nicht verurteilen, weil so läuft die Welt, so läuft das Business halt. Was soll ich sagen, die Box ist besser als die davor. Ich habe eh keine Wahl, wenn ich was brauche, muss ich mir eine Box kaufen, weil ich habe keine Pässe mehr, ich habe keine Glückseier mehr. Ich habe keine Inkubatoren mehr, ich habe fast keine Sternstücke mehr. Also muss ich halt das nehmen, was gerade im Angebot ist. Und wir können halt nicht viel machen, außer kaufen oder nicht kaufen. Das ist unsere Entscheidung. Das war's von mir, Leute. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon, serious business. Vor allem jetzt, Alter.